Mahlzeit willkommen beim Review Video Magazin und einen neuen monatlichen Daily Vlog. So, das Ding brauchen wir nicht mehr. Meine Fresse. So, der Kollege, der gerade noch vorbeigecruised ist in seinem ECV. Alter, hält dem auch kein Mensch in der Sparkasse einfach mal die Tür auf. Dauert vielleicht ein paar Minuten länger, aber es bricht doch keinen Zack aus der Krone, oder? Der war nämlich halt drin mit Krücken unterwegs und hat sich da durchgeschliffen. Und so, wir haben grünen Donnerstag, 1. April. Das Gewinnspiel, was ihr gesehen habt auf Instagram oder was ich auch hier geteilt habe, kein April-Scherz, könnt wirklich ein Inverted Coaster Full Cut Out gewinnen. Und so wie ich das in den Kommentaren entnehme, möchtet ihr nicht mehr auf YouTube darüber informiert werden, wenn so ein Gewinnspiel von uns auf Instagram ist. Bedankt euch bei Ole, der möchte nicht auf YouTube erfahren, dass sowas auf Instagram läuft, weil er kein Instagram hat. Sehr logisch. Das ist einfach nur von mir eine Information an euch, dass ihr das wisst, falls ihr das auf Insta nicht mitbekommen habt. Und auf YouTube kann man keine DMs schreiben. Ist halt ein bisschen blöd, dann Gewinner für irgendwas zu ermitteln, ne? Und den zu kontaktieren. Naja. Ansonsten sammle ich jetzt die Uschi wieder ein. Hab ja gerade für den ein paar Spritzen geholt. Und wohl noch Bier. Karfreitag, kurz nach 7, Video schneiden. Yeah. Das Ding ist einfach, dass zurzeit Lockdown Tag 1 Milliarde und da geht einfach irgendwann die Motivation flöten. Ey. Übrigens eine Sache, die einige auch nicht verstehen. Also das ist jetzt Beispiel von gestern wieder, weil das habe ich euch ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ich das Instagram-Gewinnspiel auch auf dem YouTube-Kanal im Community-Bereich geteilt habe, damit Leute, die nicht so auf Insta aktiv sind, das mitbekommen, dass wir das machen, dass wir einen riesigen Coaster-Cutout für 200 Euro verschenken und damit ihr das halt mitbekommt, weil ihr folgt mir da eh schon, das ist egal für mich quasi, aber ich möchte, dass ihr das mitbekommt und die Möglichkeit habt, mitzumachen. Und es ist ja auch okay, wenn man kein Instagram haben möchte, aber es ist halt vor allem in dem Fall für alle drei Beteiligten das beste Tool, um das Ganze zu machen, und allgemein ist es damit ziemlich easy, das zu machen. Und man möchte natürlich auch auf Beiträge, die man dann hat, Interaktionen haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Samariter sind und alles verschenken können, sondern das muss natürlich, hat das einen Sinn, dass Interaktion auf Content ist und Leute dann interagieren. Das ist halt wichtig für die Algorithmen. Das ist halt einfach so. Und aber das ist ja okay, wenn man da nicht drauf sein möchte. Sich dann anzupissen, dass das Ganze nicht auf YouTube stattfindet, ist halt wirklich so dämlich. Und das auch noch zu verteidigen als jemand Außenstehendes ist noch dämlicher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt das große Problem, nicht nur bei dem Fall jetzt, sondern auch allgemein. Du kannst mit den Leuten nicht mehr diskutieren, weil sobald eine Diskussion anfängt und die nicht mehr weiterkommen, heißt es dann immer, na, du bist nicht kritikfähig. Sobald man Kritik äußert, dann sagst du irgendwas dagegen. Ja, das ist doch eine Diskussion. Das ist ja der Sinn einer Diskussion. Du hast einen Standpunkt, ich habe einen Standpunkt. Wir argumentieren hin und her und das ist eine Diskussion. Und nicht, ach so, du hast, ich bin ja jetzt der YouTuber und du hast was gesagt, da muss ich dir recht geben und sofort stimmt alles, was du sagst, weil sonst bin ich nicht kritikfähig. Das ist jedes Mal das Gleiche. Wenn die nicht weiterkommen in der Diskussion, na, du bist nicht kritikfähig. Das hat doch nichts mit Kritik zu tun. Wenn du mich dumm anpammst. Oh, ich gehe kaputt daran, ey. Es ist wirklich auch noch extremer jetzt geworden. Nach einem halben Jahr Lockdown bin ich der Kummerkasten und der Punching Ball aller Leute, die ihren Müll meinen, bei mir abladen zu müssen. Das ist wirklich echt anstrengend und unfassbar nervig. Und so viele Leute einem schreiben, boah, geil, vielen Dank, ey, wegen dir komme ich besser durch die Pandemie oder durch den Lockdown und ihr unterhaltet uns die ganze Zeit und ihr sorgt die ganze Zeit für Abwechslung, so. Das alleine kostet schon super viel Kraft und Energie. Plus dann so Leute, die dann ihren ganzen Frust bei einem abladen, Alter. Irgendwann ist das dann auch einfach vorbei hier.
Also ist es dann auch sowieso irgendwann einfach vorbei, weil wenn wir für immer im Lockdown bleiben, brauche ich das ja auch nicht weitermachen. Oder ich wandere aus Europa weg, weil überall anders haben die Parks auf, außer in Europa. Und überall anders funktioniert es, außer in Europa. Naja. Das ist gleich exportiert, das ist nur eine Kleinigkeit. Und dann geht es weiter mit Arbeit. Mahlzeit jetzt schon kommen beim Right View Video Magazin und Teil. Scheiße, welcher Teil? Mahlzeit jetzt schon kommen beim Right View Video Magazin und Teil 4 unserer kleinen Serie Phantasialand im Wandel der Zeit. Käse! Krämitze gefrickst. Damit du in anderen Geschenken genießen, zum Beispiel Prinzenrolle, Biomilch und hohes C. Ich finde den Zopf super. Das ist ein gesamtes Frühstück. Ja. Jeder normale Mensch hat die Lidl Plus App, aber Uschi muss hab direkt ich auch, hier. Hab ich auch. Picknick Ultra. Ich war jetzt mehrfach alleine einkaufen, weil Krüppelchen nicht mehr laufen kann. Und jedes Mal, haben Sie die Lidl Plus App? Natürlich nicht. Meine ganzen Punkte. Aber natürlich ganz wichtig Rewe und Payback. Also Rewe, ja, absolut, Payback. Absolut. Immer haben Sie die Payback-Karte. Du kriegst Geld dafür, wir müssen werden. Richtiger Rewe-Mann. Ja, Kumpel von uns, der. 19.999 Euro Amex genehmigt. 23.000 Euro Amex genehmigt. Und jetzt haben wir den nächsten Kandidaten. Der wird ja auf 23.001 gehen. Ah, ja, du musst nein, ihn höher du hast gehen. Das gleiche wie ich doch. Nein. Da musst, doch, du bist Zusatzkarteninhaber. Das macht eigentlich nichts. Oh. Okay. Oh. Dann kannst du dich mehr überbieten. Ja, Tom, komm, bitte. Runde Nummer 2, Tom spielt. Ja, sag, was soll ich Tom haben? Spielt um 27.000. Nee, aber ich habe ja noch eine 27? Zweite Amex, frage ich sie doch mal. 27, nee, mach 29, Tom, komm, 29.000. Oh, all in, all in. All in, was geht? All in, alles auf Risiko. Und? Was ist so viel Geld in deinem Handy? Ah. Nicht genehmigt. Warte, wir machen mal, komm, pass auf, wir machen mal der andere. Unser Wildcard-Gewinner, 23.001 Cent. Ja, komm. Nein. Mal prüfen. Oh, nein, das war ein Ladefehler. Das ist neu. Okay, ich mach mal 25.000. Wo ist dein Limit? Sag mir, wo ist dein Limit? The Sky Castle. Oh. Ladefehler. Ein Ladefehler! Ihr habt Amex kaputt gemacht! Ja! Die anderen BAM! Keine Amex-Karten mehr in Gladbach zugelassen. Keine Amex-Karten mehr in Gladbach zugelassen. Die sind alle an der gleichen Stelle, Leute. Was geht da ab? Die verkaufen Koks? Nee, in Gladbach wird man Müll wegbringen, glaube ich. Das kostet genauso viel. Kannst du nur als Amex-Platinum-Kunde. Du könntest alles bei Snipes sind inzwischen Kalkan. Wesley, wusstet ihr, dass Snipes von Deichmann ist? Super, ist das jetzt drauf. Ah, ich hab noch. Aha. Wieder bei Level 1, ne? Ja. Okay. Oh, das fühlt ich hab gar nichts. Und Land schon scheiße gerade, ja, wirklich. Ich kann das gerade nicht. Oh Mann, ey. Das habe ich auch gedacht wegen Angehörigen. Hey, WTK. Ja, das ist gleich Diskussionsgrundlage. Ich hab was gefunden. Ja, freut er sich schon. Achso, dann trinken wir erstmal eine Uso. Komm. Ist es? Prost. Prost. Falsches Glas, Entschuldigung, warte hier. F. Faunus. Was? Ich mach aber 3. Ich hab's denn gestehen. Ja. Ging der heiß, ein langes Wort. Also ich hab Frankfurt. Ging der heiß. Ich weiß nicht, warum die Butter selbst so schnell mit. Wir waren bei V. Der fliechende Hai. Oh, die Angst, ne? Flensburg. Frankfurt. Freiburg. Was ist denn Frankfurt? Ja, ich auch leider. Arschloch. Ich hab aber am Main und du an der Oder, ne? Nee. Oldenburg in Oldenburg in Oldenburg in Oldenstadt. Oldenburg am Main. Finnland. Frankreich. Von der Röhr-Insel. Röhr-Insel. Oh, das ist gar nicht schlecht. Freizeitpark Thüle. Das heißt aber Tier- und Freizeitpark Thüle. Oh, oh, oh. Nein, ist okay. Ne? Ich würde es so stehen lassen. Ja, ich auch. Ich nicht. Fort Fun. Farub Sommerland. Sonst? Nichts? Ja, nichts! Sofort. Was denkst du? Ach, dann habe ich Fly. So schnell war ich überhaupt nicht. Fury. Boah! Oh. Das ist eigentlich Flug oder Flug? Flucht! Flucht! Warum? Flucht! Ich dachte kurz, das ist rheinländisch! Ich dachte kurz, Flucht! Nein, ich wollte kurz
Fluch. Zu Grumpy. Oh, scheinbar gut, dass ich Fluch geschrieben habe. Formula Rossa hätte ich dann noch anzubieten. Sehr gut. Nicht Formula Rossini wieder, den kleinen Nachbarn davon oder so. Rossini. Was hat dazu, habe ich keine. So schnell war ich auch. Fliegender Holländer. Hab ich auch, leider. In der Hälfte liegt. Aber wenn ja, auf der ja, aber auf der Sprache. Nein, er hat recht. Auch nicht. Also da würde ich sagen, der fliegende Holländer, der erste. Ja, okay, von mir. Nicht V auf dem Fall. Warte. Ja, der wird mit V stehen. Ja, aber ich gucke mal, wie es bei RCDB gelistet ist. Ach so, wie die offizielle. Englisch. The Flying Dutchman. Die ist halt auch eingedeutscht, die Seite. Kannst du bitte die letzte Kategorie noch abwarten? Ich hab die nicht, also dementsprechend. Hier ist er auch mit V geschrieben. Ja, okay. Ja. Scheiße. Aber wir waren bemüht. Okay, ich hätte euch den Punkt gegeben, aber... Was hast du da jetzt? Nix. Achso. Das ist Attraktion? Hast du die noch? Ja. So schnell kam ich überhaupt nicht. Falcon's Fury. Fluch der Cassandra. Der ist nicht schlecht. Boah. Der ist wirklich nicht schlecht. Aber Falcon's Fury ist auch nicht schlecht. Der fängt gerade Fluch der Dämonen ein. Das ist eine Achterbahn. Scheiße. Ja. So schnell war ich überhaupt nicht. Ich kann den Ball gerade bei 3. Mit Phoenix. Kann man dann den Freizeitpark, also wenn ich jetzt den Moviepark nehmen würde, könnte ich dann bei M Moviepark nehmen und bei T Traumlandpark? Weil die wurden ja beide mal umbenannt. Aber, achso, ich dachte die alten. Jetzt ist es der Moviepark, wenn du, also der Moviepark wenn das Rad, was übrigens nicht bei dem Ding dabei ist, wenn du das über freizeitpark.-review irgendwas, ich bin jetzt einbestellt, nicht dabei ist. Also wenn jetzt W kommt, kannst du Warner Brothers Movie World eingeben. Wenn T kommt, kannst du Traumland Park eingeben. Wenn M kommt, kannst du nicht Movie Park eingeben. Ja. Spannend wird die Branchenpersönlichkeit. Stopp. Ah, Mack. Nachname oder Vorname? Da müssen wir uns wieder. Ja, Nachname. Steht da. Nachname. Sehr gut, Lukas. Sehr. M. Oh. 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 Oldenburg. Ja. Hä? Das sind dann mit O, oder? Ja, hab ich schon. Aber Österreich zählt nicht, ne? Ist ja ein Ö, ne? Boah, ich bin mit O vorne, aber... Mit Nachnamen habe ich auch was gefunden. Ich hab nur Vornamen. Die kennst du auch, garantiert. Das habe ich von deinen Videos irgendwo ge... Ja, aber... Ben, oder was? Nee, ich, das ist jetzt... Oder bei Lars, weil der hat viel mit Fan der Woche gehabt. Tom Schmidt, Fan der Woche. Jetzt soll bitte so eine Einblendung machen. Hier so Zertifikate. Ich will keine relevanten kennen. Tom Schmidt aus Oldenburg. Ich kann euch mal ein nach Oldenburg, da gehen wir mal zum Kramermarkt. Oh. Ich habe immer noch kein Land mit O, möchte ich nur sagen. Da wieder nichts mit O. Geschlossen sind momentan alle, sind ja alle, ne? Ach, komm. So, der Stadtteil bin ich Oldenburg in Holstein. Ich hab Oldenburg genommen. Ich nehme einfach Osnabrück, damit ich so einen Scheiß nicht. Ich hätte dann Oslo. Offenbach. Okay, da haben wir ja alle was Oslo. Als Land habe ich den Oman. Oman. Österreich, ja. Ich habe die Osterinseln. Oh. Sind wir hart oder sind wir böse? Ist Karfreitag? Nein. Wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf, nehmen wir. So, Branchenpersönlichkeit habe ich. Ordelmann. Ohlrogge. Schausteller. Schausteller. Ich hab Ordelmann, das ist auch ein Schausteller. Ja, ist richtig. Oberschelp, ja. Ist auch ein Schausteller. Oh ja, oh ja. Ja, vom Lost Gravity. Lost Gravity? Ja. Ich dachte, das ist mir zu nerdig. Das weiß ich doch nicht. Ich müsste die Branchenpersönlichkeit. Eben. Okay. Eigentlich bist du der Branchenpersönlichkeit. Ja. Branchenbanker. Das sind die B-Branchen. B-Branchen, ja. Ich hab Overbanked Turn. Zwar immer was Overbanked. Overbanked Turn. Ich hab als Achterbahn-Schüler hab ich Out-and-Back-Layout. Nein. Nein? Ja, nein. Nein. Ich find's gut. Du hast dir gerade Ich habe die dann 10. Ich hab woanders sogar nur 5, also bitte. Darf ich vielleicht auch noch was sagen? Ich hab die Overbanked Curve. Finde ich auch gut. 10? Ja. 10. Ja, was overbacken hast. Hauptsache Overbacked. Overbacked. So wie das ist. So, als Attraktionshersteller habe ich Otis von Hollywood Tower of Terror. Das ist ja mit Imagineering und Otis. Ja, der Fahrstuhlhersteller. Richtig. Ich habe OCM, der Stahlbau. Boah, Alter. Und sind aus Italien, der für die ganzen großen Hersteller Schienen liegt. Schmeißt.
Habt ihr noch was? Oh, ich habe hier eine Null hingeschrieben. Ich habe die also Oldenburger Maschinenbaugewerkschaft. Komm, da warst du doch auch mal Mitglied, oder? Bei was? Oldenbauer Maschinenbau. Freizeitpark, Attraktion. Ja, das wird bestimmt Attraktion. Otis ist nicht aus Kind bei Sex Education. Ja, Otis ist das. Nee, also ich habe keinen geschlossenen Freizeitpark. Ich auch nicht. Oh. Keiner? Freizeitparks sollten nie geschlossen sein. Ja, schön in den Uso und ja, perfekt. Ich will jetzt mal stoppen. Stopp! Okay. So. Stopp. Nur weil Tanner nicht schreit, dann komm ich nicht rein. Bei Nerd hat er dann alles. So. Siegen. Das eine Mal. Salzburg. Seckenhausen. Das ist bei mir. Wo wohnst du? Ja, nicht in Seckenhausen, aber in Oldenburg. Aber. Saarbrücken. Aber alle 10. Ja. Land der Senegal. Slowenien. Schweden. Simbabwe. Okay. Aziz. Persönlichkeit. Schneider. Ich hab den Herrn Schmidt vom Fick Plantat dich. Severin Andreas. Ich weiß nicht, ob der mich einfach nicht hört. Was hast du gesagt? Severin? Severin. Fick dich, hab ich gesagt. Das überhöre ich immer. Weil ich hab auch Schneider. Ah, ich hab aber Louis. Du hast dann bestimmt. Den Arsch. Ja, ich hab den Power Tower Schneider. Nein, Leute, es geht den Name. Bis gleich. Okay, alles klar. Nur 5 Punkte. So. Alles klar. Ja. Bei Achtermann Tüt habe ich. Hab ich Hört sich mein Spruch an! Sidewinder. Ich habe den Stand-Up-Coast. Also, Leute, achte Attraktionshersteller haben ja wohl alle den besten Attraktionshersteller der Welt, oder? SBF Visa, Leute. So okay. Ich hab S und S. Was hast du? Super. Ich hab auch SPF. Ich hab nichts. Wollte ich sagen, alles andere ist nicht irrelevant, oder? Und jetzt bin ich bei Freizeitpark geschlossen. Sprühpark. Six Flags Astroworld. Ich hab den Safari-Park Stubenrock, weil da haben wir doch vorhin drüber gesprochen, oder? Heißt der jetzt nicht anders? Der hieß vorher Safari-Park und jetzt heißt er Safari-Land, oder? Ja, aber ihr habt doch das Offensichtlichste vergessen. Unseren ehemaligen Heimatpark, den Sea Life Abenteuerpark Oberhausen. Hallo! Ja, stimmt! Scheiße! Ich hätte irgendwas mit Oberhausen, weil ich die ganze Zeit dran zu kommen habe. Sea, irgendwas mit Sea, aber ich bin nicht drauf gekommen. Sea World Oberhausen. Ist nur ein Sturm. Jetzt war aber ein Rechner hier. Ah, Tom, weg. Hä, hast du das nicht die ganze Zeit schon addiert? Nein. Oh. Ich bin ja nicht so schlau. Das hab sogar ich gemacht. Nein, das mache ich nicht. Oh. Arschloch. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder runter, jetzt geht's wieder ab hier, wir laden gleich die Punkte. Wie so ein Sänger oder so, der ins Publikum hält, so, um die Stimmung einzufangen. Oh. Das bringt übrigens sowieso nichts, oder? So, Freunde, alles Party, wir legen uns hier, alles klar, jetzt geht's ab hier! Woo! Ja, wenn man echt laut, muss man schon rufen, ne? Jetzt hier die letzte Runde, wir legen mal los hier! Alles klar, woo! Ja, Tom, komm jetzt Punkte raus. 365. Ja, 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 okay. Ja, was? Noch jemand mit einer 3 vorne? Ja. Ja. Oh, jetzt wäre ich letzter hier. Was? Nee, ich bin letzter. Was hast du denn? Ich habe keine 3 vorne. Ach, klar. Ich zweiter. Ja, also ich habe 340. Ich habe 380. Ich habe 405. Oh, ich bin dritter. Ich bin letzter. Schade, ich glaube wieder. Bin letzter. Wenn ich keine 4 vorne habe, ist das ist hier und jetzt haben wir noch da vorne die 6 vorne. Hier ist doch die 6, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben einen Gewinner vorne. Hier ist ja der Dennis Bokom. Alles Ballerin! Bottrop. Sorry.
Was? Dennis Bottrop. Ja. 625 hat er. Nein, fang von hinten an, so richtig dramatisch. So. Ja, das ist jetzt schon raus. Null. Oh. Eins. Oh. Ist das hier hohe Hausnummer oder was? Sechs. Kegel. Oh. Also 601. Ja, congratulations. Ja, hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte, du verlierst. Das sind ja nur 200 Punkte mehr als ich habe. Ja, sollte vielleicht irgendwas mit Achterbahn im Internet machen oder so. Vielleicht machst du jetzt einen YouTube-Kanal oder so. Mein das wäre mal. Ich glaube, TikTok ist jetzt ein Ding. Dafür ist zu alt. Man hatte geschrieben bei Instagram. Nur für Clubhouse-User, wenn eine Einladung mit Dein Einsatz. Underground. Psyche Underground. Jetzt habe ich die Orientierung schon lange bei der Reaktion. Hast du auch den? Jetzt so, ohne jetzt so, ja! Mit den Untertiteln, okay? Das war unten. Komm ich immer wieder bei dir an. Wie ein Buh-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 
Sukios. Unverhofft kommt oft. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Also das war jetzt nicht unverhofft, dass... wir auf dem Rückweg sind? Ja. Ich hatte gerade noch was anderes im Kopf, weil ich nämlich erzählt habe. Wir haben erst den Diamant getroffen vom Marketing vom Ford Fun. Haben ein kleines Interview geführt, waren nochmal im Park, haben eine kleine News gedreht, was neu kommt. Und... da fällt mir ein, ich wollte eigentlich über das, was sie neu bauen gerade, auch mit der Drohne oder drüber fliegen, habe ich jetzt verpeilt. Weil dann nämlich das kam, wo ich gerade drüber nachgedacht habe und deswegen unverhofft kommt oft, ich auf einmal in einer Achterbahn saß und eine Runde, zwei Runden Speed Snake Free gefahren bin. Weil man hat ja schon alles fertig gemacht für den Saisonstart und die Züge sind dementsprechend auf dem Track, die sind nicht aufgebockt, stehen also auf den Rädern und man muss dann regelmäßig den Zug mal fahren lassen, damit die Räder keine Standplatten bekommen. Und da kann man sich natürlich auch mal damit reinsetzen. Ist ja alles fertig zum Öffnen und für Gäste. Und ja, das war cool. Ich bin gespannt, wie die Drohnenshots aussehen, die die Frau Reichert gemacht hat. Ich hab's ja gesehen. Manche habe ich, glaube ich, verkackt, aber ich habe schon ein paar gute dabei auf jeden Fall. Aus meiner Warte aus wirkte das sehr statisch. Das ist immer nur oben drüber geflogen. Ja, ich habe mich auch gedreht und so. Ja, okay. Egal. Jetzt spät. Ja, richtig. Dann Autokino, also dann noch Marcel und Vanessa getroffen. Die waren, sind aus Frankfurt extra hingekommen, sich das heute anzugucken. Ach, ich kann auch schon nicht mehr reden. Ja, die sind jetzt die Gelackmeierten. Gerade als alles zu Ende war, stand wie viele andere am Klo und dann sind einer draufgefahren. Ist jetzt nicht so schön, aber die Chefs, siehst du, Sheriffs waren jetzt auch direkt schon da, haben uns erstmal komisch beäugt, obwohl wir nichts damit zu tun haben und gefahren sind. Und ja, das komplette Horror-Autokino-Video habt ihr hoffentlich schon gesehen, wenn nicht, checkt das auf jeden Fall aus. Und weil das auch sehr süß ist, war auf jeden Fall sehr cool, hat mega Spaß gemacht. Und wir fahren 2 Stunden 10 nach Hause, so wie wir 2 Stunden 10 hier gefahren sind. Und werden um 10 nach 2 zu Hause eintrudeln. Ich glaube, ein bisschen später. Ja. Das war's. Für heute. Gute Nacht. Ach ja, wir haben die Autobahn für uns alleine. Das ist das Schöne am Sauerland und der tiefe Nacht. Wird sich gleich im Ruhrgebiet wieder ändern und das wird wieder doof. Ring. Hallo. Ja, mein wunderschönes neues Telefon. Ja, ich möchte bitte von dieser Marke hier Qualitätskopfhörer bestellen. Ja, nee, 2 Jahre müssen die nicht halten. Nee, 2 Jahre wäre voll übertrieben. Ja. Nee, ich habe die schon mit Klebeband gefixt, weil das Plastik sich einfach aufgelöst hat und der Weichmacher rausgegangen ist. Ja, okay, das sind Faltkopfhörer, natürlich. Da kann man nämlich auch zu zweit mit hören. Ja, also wenn man die nicht benutzt, dann bleiben die so. Aber das ist ja nicht der Plan, ne? Also, das ist geil. Es explodiert wenigstens. Ich habe wenigstens fertig geschnitten. Gut, dass Feiertag ist. Ach, selbst wenn nicht, haben die Läden nicht zu. Kannst du anziehen. Noise Cancelling off. Hallo? Weil du kannst schon gar nicht auf Rücken legen, weil der Tennisball hält dich davon ab. Die Welt geht unter. Ja, aber wenn ich auf die Messe muss, musst du auch schon wieder Krücken legen. Die gibt's für dir. Sieht man das? Es schneit. Immer noch größere Flocken. Letzte Woche 26 Grad.
So ging aus. Wir haben schon wieder Donnerstag und ich nehme mich jetzt nicht mit. Wir fahren nämlich jetzt wieder in Kope und zum 18 von Uschi einen Attest abholen. Die ist in der Impfreihenfolge früher dran und ich frage mal, ob ich auch eins kriege. Auch wenn ich gesund bin. Gut. Sonst passiert nichts. Pass auf. Yorosa Can-Can Coaster. Eurosat Kaka Untersetzer. Das letzte Highlight in einem Leben. Arbeiten, einkaufen, zu Hause abhängen und Uschi zum Arzt bringen. Weil jetzt am dritten Tag in Folge das Bein ein bisschen dick ist. Also ein bisschen extrem dick und doppelt so dick, wie es sein sollte oder normal ist. Und mal gucken, was die jetzt da veranstalten. Und ich warte und die hat ihren Hausarzt halt hier in der Innenstadt. Und der Orthopäde hat gesagt, die soll zum Hausarzt gehen. Naja, kann man jetzt Menschen gucken oder ich mache einfach YouTube an. Gewinnerzahlen wurden jeden Tag im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung bekannt gegeben. Man konnte entweder 100 Philippinen... So eine schöne Katze bist du, ne? Und die gehört nicht uns. Katze! Die ist so nice einfach und chillt ja okay. Einfach mal rum. Guck nochmal. Naja, es ist halt doof, ne? Weißt du auch keiner, wer die Verantwortung übernehmen könnte. Wunder. Ja. Uschi ist übrigens der Knaller, weil er wollte beim Gefäßchirurgen. Man sagt immer, ey, pass auf, dass nicht, dass du eine Thrombose kriegst. Ja, direkt drei. Müssen wir gucken, dass du Uschi nicht abnäppelt. Again. Ja, ich glaube schon. Da habe ich schon mal. Jo, Freunde der Sonne, wir haben glaube ich jetzt den 16. April, ist auf jeden Fall Mitte April schon und es wird Zeit, den kleinen Bonbon mal wieder ein bisschen frisch zu machen und das mache ich jetzt schon seit ein paar Stunden. Ich hasse Abkleben. Abkleben ist die Hölle auf Erden. Aber nicht nur der bekommt ein Update, sondern auch das Garagentor. Was gerade offen ist, das kann ich euch nicht zeigen, aber stay tuned. Guckt es euch jetzt an mit Musik und Schnitt. Ans Auto, wenn jemand Interesse hat. Nein. Hallo. Das Geilste ist immer noch der Effekt, wenn das alles abgeklebt ist noch und frisch gelackt ist, denkst du schon so, wow. Aber wenn das alles ab ist, dann ist so richtig Granada. Granada? Wer lernt denn hier Spanisch? Du. Nein. Ja.
Was? Es ist Lockdown. Da kann man auch mal Filme gucken. Es ist nicht der erste. Und man muss ja auch mal mit dem Review-Kram einen Feierabend finden und ein Ende finden. Und deswegen. Es ist Baby Baby. Es ist Baby Baby. Was? Es ist Baby Baby. Ja, wir sponsern sie uns ja. Nee, lieber Depsi. Wir gucken jetzt Film. Also, Klappe da jetzt. Macht aus hier. Nein, warte, guckt weiter. Weil es geht weiter mit anderen Kram. Wir wissen, was wir gucken. Bestimmt. Dann fehlt das doch. Wir gucken jetzt Fast and Furious, Hobbs and Shaw, weil das jetzt umsonst bei Prime, und wir schon lange vorhatten, den mal zu gucken. Den haben wir halt nicht auf Blu-ray. Was haben wir in den letzten Tagen noch gesehen? The Wizard. Weil ich habe so viele andere. The Room. Gesehen, ohne dich. Aber hast du gesehen? Ich habe ganz viele Marvel-Filme gesehen. Ja, ich habe jetzt mal mit dem Marvel Cinematic Universe angefangen. Nope. Nachdem du Star Wars komplett durchgesucht hast. Das ist ja schon peinlich, dass ich das bis jetzt noch nicht gesehen habe. Das darf man ja im Internet gar nicht laut sagen, glaube ich. So, wir verpassen jetzt gleich alles. Tschüss. Kleiner Mann, grüß mir die Uschi. Es ist zu kalt für dich. Ey. Ja, man sieht nichts, gar nichts, absolut nothing. Wir haben einen kompletten Stromausfall. Und ich muss kratzen. Herzlichen Glückwunsch. Und der Stromausfall ist schon so 2-3 Stunden. Da ist eine Straßenlaterne. Fuck, Alter, ist das viel. Was? Ich doch nicht. Und? Oh nein, der Käse. Schmeckt dir? Ihr kennt das ja, Uschi nervt extrem. Deswegen ist sie jetzt ausgezogen und wohnt hier. Ist das dein Wohnzimmer und das deine Küche? So. Ach, Entschuldigung. Ja, einfach auch schon wieder die Hälfte von dem Zeug weg ist. Zack, boom, alles mit Kinomin. Was war das für eine Ansage? Jo, Freunde der Sonne. Vielen lieben Dank an Thomas Köster und Familie. Haben wir vor Ewigkeiten auch schon mal hier in Vlogs irgendwie über solche Sachen gesprochen, die der macht. Der ist nämlich im Sauerland tätig und macht lecker Essen. Und hier ist eine, ich habe da schon mal reingeguckt, weil ich habe schon eine Capri-Sonne getrunken, die eigentlich als Kühlakkus da drin waren. Und wir haben ein kleines Paketchen bekommen. Vielen Dank dafür. Und ich möchte euch das jetzt auch mal kurz zeigen. Und vor allem, wenn ihr im Sauerland unterwegs seid, könnt ihr da auch mal schnabulieren. Und der hat auch so ein Grillfleisch und andere Fleisch- und Wurstsachen, Automaten, wo man das dann jederzeit dran ziehen kann. Das ist der Tannenspitz, ja. Bis auf den Tannenspitz hat er das nämlich alles übrigens auch selbst gemacht. Und vielleicht werden wir dann auch nochmal reviewen, wie es schmeckt. Uschi, koch los! Schon oft erwähnt, diese Stadt ist... Warum ist das für Dreck auf der GoPro? Es ist Wachs. Diese Stadt ist sehr intelligent, diese Stadt ist unfassbar krass. Wir haben gerade aktuell eine Bombendrohung im Fitocenter. Und
Das Ganze ist evakuiert und großräumig abgesperrt. Die Leute stehen auf der anderen Straßenseite. Hier ist das Flatterband, das alles abspielt. Die Sheriffs, die stehen auf der richtigen Straßenseite. Ja, mein Gott, die brauchen wir nicht mehr. Das ist das Fitocenter. Fliegen die Trümmer nur bis da. Oder nur... Es kann nur implodieren, es kann nicht explodieren bei einer Bombe, oder? Alter, ey. So, Freunde der Sonne, Uschi ist gerade beim Metzger Matt holen, denn wir brunchen gleich ein bisschen mit Freunden und produzieren Videos für euch und machen so ein kleines Table Escape Game. Und ich habe auch noch eine andere Idee, da haben wir noch gar nicht schon besprochen, ob wir das umsetzen werden. Geil, das ist gerade an der Einfahrt vorbeigelaufen. Ja, das machen wir und brunchen muss man ja, weil wir fangen jetzt morgens an, weil abends darf ja keiner mehr vor die Tür. Mann. Was ist denn? Die hat gleich keine Brötchen mehr. Was? Also gar nicht? Die standen bis zum Blumenladen. Nicht mehr im Ofen. Ach so. Wir nehmen jetzt die letzten weg. Doof gelaufen, ne? Der war das bestimmt mit dem zerbeulten Kofferraum. Wildlife Edeka. Sieht man das? Hier ist einfach so ein Baum ausgewurzelt worden. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Da muss man ja komplett... Ja, guck mal, da ist jemand gegengefahren. Der ganze Plastik komplett liegt doch da. Gegengefahren sein. Ja, geil. So, bleiben Sie stehen. Ich bin rechts, also vor links. Ich kann nur rechts. Also nicht, ich bin... Ach, nein. Jetzt ist es raus. Das wird dann wieder so rausgeschnitten und dann, ah, guck mal, was er gesagt hat. Spachteln. Feierabend. Was machst du? Mal nach Zahlen. Was haben wir heute noch gemacht? Wir haben ein Interview gemacht für einen Diplomfilm, oder? Keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, so verstanden. Ja. Was malst du nach Zahlen? Dein Vater. Nein, das ist nicht mein Vater. Nein, das ist richtig, das ist niemandes Vater. Das ist der Schwarze von Star Wars. Der Schwarze von Star Wars, genau der. Ja! Ja, dann viel Spaß. Danke! Und was machst du jetzt? Ist das ein Schaf? Mach mal um. So, Freunde der Sonne, wir haben jetzt den 29.04. abends und der monatliche Daily Vlog ist damit auch wieder zu Ende. Ein bisschen rumgeschlammt am Ende hin und es war halt alles auch nicht so motivierend überhaupt. Ich habe noch nicht mal das neue Broilers Album ist auch gut, in die Kamera gehalten, das habe ich nur in Insta-Story gemacht, das ist mir wirklich gerade eingefallen. Sehr gutes Ding. Und morgen passiert nicht mehr viel, außer Videoschnitt, Akkus laden, Speicherkarten leer machen, Kram vorbereiten, denn übermorgen, 1. Mai, macht der Heidepark wieder auf. Und wir werden da sein am Samstag und für euch berichten, wie es läuft, was da abgeht. Und ja, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt demnächst vorhaben, wo wir euch neue Videos bringen. Heute kam auch das Video zu einem Exit-Game, was auch was Neues war, was wir hier so noch nicht gezeigt haben. Es glimmt wieder ein wenig. Das Feuer ist noch nicht entfacht, aber es glimmt wieder. Und seid gespannt, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ob ich das gar nicht mehr sagen wollte. Und vor allem, wenn euch das, was ihr seht, interessiert, abonniert ihr ja eigentlich sowieso. Außer ihr vergesst es, aber dann vergesst ihr auch zu abonnieren, wenn ich euch das sage. Hä? Ist ja auch egal. Es sind ja auch nur um die 30% von euch, die diesen Kanal abonniert haben, die Videos gucken. Entweder. Ich weiß nicht was. Auf jeden Fall seid ihr als Abonnenten nur 30% der Leute, die Videos gucken. Mit dieser Weisheit schicke ich euch in den Feierabend, damit es dieses Video beendet und jeden Tag 18 Uhr ist ein neues Video. Und ich habe gerade noch ein Video hoch, was ihr heute Morgen schon um 6 Uhr bekommen habt. Alpine Coaster, ich liebe Alpine Coaster. Guckt euch mal die Playlist zu Alpine Coaster an, guckt euch Alpine Coaster an, lasst euch drauf ein. Richtig geil, macht richtig Spaß. Und von Grüße an Lukas, der sich auch von begeistern lässt. Und ja, Alpine Coaster sind geil. Damit, peace.